Es gibt viele Anzeichen, viele Möglichkeiten und auch viele wunderbare Beispiele, aber eben gerade Bethel hat ja bereits vor 150 Jahren nicht nur diesen Gedanken in die Welt gebracht, sondern ihn konkret mit Handlung, Zuwendung, Verantwortung ausgefüllt. Nicht nur darüber reden, über alles mitreden, egal wie kompetent ich bin, sondern tun, handeln, Verantwortung übernehmen, nicht die da oder dort die da. Ich, konkret ich, bin gefordert. Wie Kennedy mal sagte, es ist nicht entscheidend, was dein Staat für dich tut. Überlege, was du für ihn tun kannst. Denn was ist ein Staat? Sind wir. Ich würde wünschen, dass man in Bethel selbst Kraft daraus zieht, was 150 Jahre dieses Zugewendetsein für eine unglaubliche, wirklich unglaubliche Leistung ist. Mühe, Kraft, Zeit, Geld, Verzicht bei denen, die es haben, zugunsten derer, die es brauchen. Dass man daraus Legitimation, Kraft, Ermutigung bezieht. So wie du bist, so wie du bist, so bist du für mich der Sonnenschein.